Ja, wir geben dieses Jahr auf der NAB einen Ausblick, auf woran wir gerade arbeiten. Also die Funktionen, die ich jetzt hier installiert habe, sehen wir wahrscheinlich so bis zur IBC in den Media Composer reinkommen. Die Hauptfunktionen sind die Live-Timeline, sodass ich halt meine Timeline weiterspielen lassen kann und trotzdem meine Bins sortieren, reinzoomen kann in die Timeline, neue Bins öffnen und schließen, während das Playback weiterläuft. Wenn ich hier im Playback bin und ich denke, jeder Cutter kennt die Situation, der Redakteur möchte seinen Film ansehen, ich möchte als Cutter schon parallel arbeiten, mein Material sortieren, dann kann ich jetzt hingehen und kann hier einfach zum Beispiel eine neue Bin öffnen, den Namen editieren und alles unterbricht mein Playback nicht. Ich kann auch sogar hier in der Timeline sagen, okay, wie geht's denn da weiter? Mal ein bisschen da reinzoomen, halt schon mal vorschauen, Playback läuft und läuft und läuft. Auch wenn ich hier im Interface bin und irgendwelche Sachen vorbereite. Sehr schöne Sachen, die sich viele Kunden gewünscht haben. Also Cooping, Supercoop ist auch ein Feature gewesen, was wir hier bei der ACA Voting sehr hoch hatten. Die neue Multikamera, die Supercoop. Ich erzeuge wie gewohnt meine Coop Clips. In dem Fall haben wir einen Timecode oder halt mit der Waveform Analysis. Lade die in meine Quellseite und habe hier wie gewohnt Zugriff auf meine Kamera-Engels. Was jetzt wirklich neu ist, ich kann diese Gruppe auf die Timeline-Seite laden und ich sehe jetzt hier den Aufbau meiner Multikamera-Gruppe. Das heißt, ich kann hier jetzt auch reingehen und kann anfangen, meine Timeline zu editieren. Ich kann zum Beispiel Sync-Fehler ausgleichen oder ich kann halt auch neues Material dazunehmen. Ich nehme einfach mal einen neuen Clip auf eine neue Videospur. Was denn da einsnappen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine vierte Kamera in die Gruppe mit aufgenommen. Man sieht, die Gruppe selber weiß da noch nichts von. Und es gibt hier einen Menüpunkt, der heißt Update Group. Wenn ich also Update Group mache, werde ich nochmal gefragt, soll die aktuelle Gruppe abgedatet werden? Ich gehe auf Update und wir sehen, jetzt haben wir hier die vier Bilder. Die anderen Sachen, die dazu kommen, sind ein neues Title Tool, der Titler Plus. Die Shape-Based Color Correction für die Symphony, sodass wir innerhalb des Color Corrections Interface Shapes zeichnen können und animieren können, auf die halt die Correction sich auswirkt. Und eine Global DVI, um halt mehrere Effekte gleichzeitig in einem Durchgang bearbeiten zu können. Das sind sicherlich jetzt auf der Editing-Seite schon mal die ersten Highlights, die wir hier haben, die im Laufe der nächsten Monate kommen. Aber es gibt eine neue Kooperation jetzt mit Blackmagic, die DNX-ID. Eine kleine handliche Box für unter 1.000 Dollar. Thunderbolt 3 Connection, HDMI Ein- und Ausgänge, kleiner Monitor vorne dran, sehr handliches Gerät, einfach für den kleineren Schnittplatz, wo ich jetzt nicht die volle Bandbreite der DNX IQ brauche.